Also ich glaube, dass nicht alles gestimmt hat in der Saison. Das konnte man sicherlich sehen. Aber vielleicht eine Anmerkung dazu. Grundsätzlich ist es ja erstmal scheiße, dass solche Sachen überhaupt in die Öffentlichkeit geraten. Das sind vereinsinterner oder kabineninterner und die haben eigentlich in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Ich habe am Montag noch ein intensives Gespräch mit Marco geführt und beide Gespräche waren so von Inhalt geprägt, dass wir da überzeugt gewesen sind, dass es absolut Sinn macht, Marco wieder einzugliedern. Ja, ich glaube, die ganze Mannschaft war froh, den Marco wieder dabei zu haben. Ich auch. Hat ja auch ein gutes Jahr gehabt mit uns. Ich habe diese Woche viele Spieler zu mir ins Büro zitiert und mit vielen Spielern gesprochen. Und werde sicherlich halt auch im Nachgang der Saison das fortführen. Sportlich ist für uns noch viel auf dem Spiel. Wir müssen mindestens einen Punkt holen, damit wir den fünften Platz bestätigen können. Und das ist eigentlich die Priorität für uns. Und darauf haben wir uns diese Woche vorbereitet für das Spiel gegen Hamburg. Aber es ist eine erneute Chance, sich anders zu präsentieren. Wir haben eine Verantwortung der gesamten Liga gegenüber. Wir haben selbst noch sportliche Ziele. Wir wollen den fünften Platz sichern. Das hat viele Vorteile für uns. Ich glaube, es ist nicht einfach, gewisse Thematiken am letzten Spieltag auszublenden halt. Das ist natürlich klar, dass es für einige Vereine um die Existenz geht. Auch natürlich im Speziellen jetzt beim HSV.